Philips hat mit den OneBlades wohl die revolutionärsten Barttrimmer bzw. Rasierer des 21. Jahrhunderts auf den Markt gebracht. Mit dem OneBlades kann man sich nämlich perfekt trimmen, ideal rasieren, als auch seinen Bart top stylen und das Ganze geht super easy von der Hand. Und mittlerweile gibt es auch unzählige Modelle von dem Gerät mit unterschiedlichstem Zubehör. Und jetzt kürzlich ist erst das neue Modell auf den Markt gekommen, der neue Philips OneBlade 360. Und als die Frage aus der Community gekommen ist, hey Daniel, kannst du dieses Gerät mal testen? Habe ich mich der Sache natürlich selbstverständlich angenommen und das Gerät auf Herz und Nieren getestet für euch. Und heute beantworte ich die Frage, ob sich der neue Philips OneBlade 360 tatsächlich lohnt. Und wenn man im Internet etwas bestellen möchte, wo geht man als erstes hin? Selbstverständlich zu Amazon. Ich habe dann OneBlade 360 bei Amazon eingetippt in die Suche. Aber was ist passiert? Ich habe das Gerät gar nicht gefunden, sondern lediglich nur die Ersatzklingen von dem 360. Hä? Und da stelle ich mir die Frage, wie? Das gibt es nicht bei Amazon? Es gibt doch eigentlich alles bei Amazon, oder? Nein, den Philips OneBlade 360 gibt es nicht auf Amazon, sondern ausschließlich nur direkt bei Philips und jetzt aufgepasst, lediglich nur im Abo. Und in vorher festgelegten Lieferintervallen werden dir dann in diesem Abonnement auch passend neue Klingen nach Hause geschickt. Gut für Philips, gar keine Frage, die erhöhen dadurch natürlich die Kundenbindung und extenden dadurch den Customer Lifetime Value, aber blöd für mich als Kunden, denn ich persönlich möchte ehrlicherweise meinen Barttrimmer oder Rasierer nicht im Abonnement kaufen und möchte selber entscheiden, wann ich eine neue Klinge benötige. Fairerweise muss man allerdings sagen, dass man natürlich das Abonnement kündigen kann und dementsprechend auch das Gerät aus dem Abonnement rauskaufen kann bzw. das Gerät zurückschicken kann, wenn man nicht zufrieden ist. Ich habe das Gerät natürlich trotzdem im Abonnement für euch bestellt, um es für euch zu testen und das Gerät kommt in so einer schmalen Pappschachtel und im Lieferumfang sind folgende Dinge enthalten. Zum einen natürlich das Gerät an sich und zwar der neue Philips OneBlade 360 mit einem super schmalen Handstück, wo das schmal was es bis dato gab. Die OneBlade 360 Klinge, die kommt übrigens mit so einer Schutzkappe, was übrigens ganz gut ist, die eine noch bessere Rasur verspricht, der 5-in-1 Trimmaufsatz, ein Ladekabel und die passende App zum Produkt. Was mir allerdings im Lieferumfang gefehlt hat, ist so ein praktischer Reisebeutel, den man tatsächlich auf Reisen sehr gut gebrauchen könnte. Aber warte mal kurz, eine App für einen Barttrimmer? Braucht man das wirklich? Kommen wir zu den Features. Ja, tatsächlich, man kann den neuen Philips OneBlade 360 via Bluetooth mit seinem Smartphone verbinden. Und so kann man entsprechend die Batterieleistung checken, sowie auch den Zustand seiner Klingen. Und mit dem Style-Spiegel kann man auch verschiedene Bartstyles auschecken und schauen, okay, welcher Bart passt denn eigentlich zu meiner Gesichtsform? Und mit der Stilkontrolle kann man checken, ob man dementsprechend auch anschließend nach der Rasur passend gestylt bzw. getrimmt hat. Ist nice to have, aber brauchen tut man es irgendwie nicht, außer das Checken der Batterieleistung ist tatsächlich ganz nützlich, weil keine andere Anzeige am Gerät vorhanden ist. Der 5-in-1 Aufsatz, der ist grundsätzlich gut. Beim ersten Philips OneBlade war es ja so, dass es drei verschiedene Aufsätze gab, die man auch leicht verlieren konnte, was mich persönlich ein bisschen genervt hat. Aber beim 5-in-1 Aufsatz ist es ein bisschen knifflig, den drauf zu klippen auf das Gerät. Da muss man an dieser Stelle ein bisschen aufpassen. Und ein weiteres Feature ist die neue 360 Klinge, die tatsächlich etwas beweglicher ist und dementsprechend kommt man mit dieser Klinge auch besser an schwierige Stellen ran. Ich habe das Gerät selbstverständlich ausgiebig für euch getestet und ich muss sagen, es ist wirklich noch handlicher als seine Vorgängermodelle und mit leicht verbesserten Daten zu den Vorgängermodellen hat es auch genügend Power, um sich damit vernünftig zu trimmen bzw. zu rasieren. Und mit der 360 Grad Klinge kommt man auch tatsächlich besser an schwierige Stellen ran, heißt, das Rasurerlebnis ist hier tatsächlich ein Stück weit besser als wie bei der normalen OneBlade Klinge. Und wie eben schon angesprochen, den 5-in-1 Aufsatz finde ich gut. Man hat 5 verschiedene Längen, besser als beim ersten Modell, wo man nur 3 verschiedene Aufsätze hatte und auch ein Stück weit besser als beim Philips OneBlade Pro bei dem mehrstufigen Aufsatz. Der war nämlich etwas klobig und der neue 5-in-1 Aufsatz ist einfach ein bisschen handlicher. Und kommen wir jetzt zur Frage aller Fragen. Lohnt sich der neue Philips 360 und sollte ich umsteigen, wenn ich ein Vorgängermodell habe? Grundsätzlich finde ich den Philips OneBlade 360 wirklich gut. Er ist super handlich, der handlichste OneBlade, den es bis dato gab. Die neue 360 Grad Klinge verspricht nicht nur ein besseres Rasurerlebnis, sondern es ist tatsächlich auch ein Stück weit besser als mit der vorherigen Klinge und der 5-in-1 Aufsatz ist auch wirklich handlich, allerdings in der Praxis zum Draufklicken ein bisschen schwierig. Die zugehörige App ist allerdings
eher Spielerei, als dass man sie in der Praxis tatsächlich nutzen würde. Kann ich das Gerät empfehlen? Ja, kann ich. Das Gerät ist wirklich gut. Allerdings halten sich die Features, die neuen Features bei diesem 360 tatsächlich in Grenzen. Und dass man das Gerät im Abonnement kaufen muss, finde ich persönlich ein bisschen uncool. Wenn du also noch einen alten Philips OneBlade zu Hause hast, der tadellos funktioniert, würde ich nicht auf den neuen 360 umsteigen. Und wenn du Abonnements ebenfalls so uncool findest wie ich, würde ich dir auch empfehlen, eher ein älteres Modell zu bestellen, als jetzt dieses neue im Abonnement. Außerdem gibt es für die alten Modelle auch schon wirklich richtig gutes Zubehör für kleines Geld, welches dir das Leben beim Trimmen und Rasieren vereinfacht. Link dazu packe ich dir logischerweise auch wie immer unten in die Box rein, ebenso wie zu den Philips OneBlade Geräten. Wenn du allerdings tatsächlich gerade einen neuen Barttrimmer brauchst, weil der alte kaputt gegangen ist, kann ich dir das Gerät auf jeden Fall empfehlen. Aber dran denken, nur im Abonnement erhältlich aktuell zum aktuellen Zeitpunkt. Vielleicht wird sich das später auch mal ändern. Spätestens nach diesem Video.